Da waren wir noch 5 Milliarden. Das stinkt einem und das stinkt tatsächlich. Weil in dieser Region Vechta-Kloppenburg, die ja für viele vielleicht hier auch eine Blaupause ist, wie das hier mal aussehen könnte, sind tatsächlich 4 Großvieheinheiten pro Hektar. Das wird dem Laien jetzt nicht viel sagen. Das kann man jetzt in Hühner und Schweine umrechnen, aber man kann es in Kühen ausdrücken. Es sind 4 Kühe pro Hektar. Also 4 Kühe auf dem Feld, wenn man das so bedenkt, was die so dann produzieren an der Güllemenge, dann sind das pro Hektar, sage und schreibe, über 200 Kilogramm Stickstoff nur aus der Gülle, die pro Hektar anfallen. Dazu kommt dann noch, was die Bauern sowieso düngen, an Mineralstoffen. Und dann kommt obendrauf nochmal das Schmankerl aus den Biogasanlagen, was nämlich in Güllebilanzen gar nicht auftaucht zurzeit, weil es überhaupt nirgendwo einberechnet werden muss. Das heißt, die Landwirtschaft muss zwar nachweisen, wie viele Tiere und wie viel Gülle daraus entsteht, aber nicht, was zusätzlich aus den Biogasanlagen obendrauf kommt. Mitten in dieser Region Vechta-Kloppenburg liegt das größte Trinkwasserversorgungswerk für Norddeutschland, für die Stadt Bremen. Die können nämlich aus der Wesermarsch kein Trinkwasser gewinnen, weil es da zu salzig ist. Die müssen in diese Regionen gehen. Und diejenigen, die jetzt am massivsten darüber klagen, dass das so nicht weitergeht, sind die Wasserwerker. 50 Milligramm Nitrat ist der Grenzwert der Europäischen Union, damit Trinkwasser als trinkwassertauglich eingestuft werden kann. Was da drüber liegt, geht eigentlich nicht mehr in die Kategorie genießbares Trinkwasser. Das ist eine Schwelle, da kann man sagen, ab da fängt es an, zum Beispiel für Kleinkinder schwierig zu werden, Trinkwasser aus dem Hahn quasi zu konsumieren. Für Erwachsene ist das nicht so problematisch, aber wir müssen ja immer die Schwächsten als Grundlage nehmen. Und die Wasserwerker schlagen Alarm. Die schlagen ganz massiv Alarm, weil wenn die irgendwann Wasser haben, was nur über den Nitratwert von 50 hinausgeht, dann holen sie demnächst das Grundwasser aus dem Harz bis nach Bremen, weil sie da in der Region kein gesundes Trinkwasser mehr bekommen. Oder sie müssen das Trinkwasser dann anschließend quasi das Nitrat aus dem Trinkwasser rausholen. Das kostet dann ab 50 Milligramm ungefähr 1 Euro pro Kubikmeter Wasser. Dann ist ja die spannende Frage, wer bezahlt das eigentlich? Das bezahlt der Wasserkunde. Und wer, bitteschön, die dafür die Verantwortung trägt, dass mit dieser übermäßigen Tierhaltung man natürlich auch nicht nur Verluste macht. Das ist sozusagen, Gewinne werden privatisiert, Verluste in dem Fall, Verlust an qualitativ hochwertigem Wasser wird sozialisiert, sprich das Tragen dann trägt dann die Gemeinschaft. Das ist ein Problem, was da wirklich einem ins Auge sticht und was da die Leute wirklich schon zur Verzweiflung treibt, ist halt sozusagen, dass in dieser Region im Grunde genommen außer einer Entwicklung in Sachen weitere Ställe bauen, da nicht mehr viel läuft. Weil wer will in dieser Region denn noch investieren, wo sozusagen jeden Tag ein neuer Maststall dazukommt. Und diese Entwicklung hat auch ganz zart angefangen. Also das war mal einer und es war mehr. Und wenn ich das jetzt so lese, dass wir ja in Zennern die Situation haben, dass da einer mal eben mit 50.000 Hähnchen anfängt und jetzt 150.000 Hähnchen auf 150.000 Hähnchen erweitern will, weil er sagt, von 50.000 Hähnchen kann er nicht leben, dann wird es in 2 Jahren, dann werden es 300.000 sein. Da muss man sich auch immer die Frage stellen, wer profitiert dann von sowas? Ich weiß ja nicht, das gebe ich auch immer in die Runde, was verdient so ein Bauer eigentlich an einem Hähnchen? Das ist ja eine spannende Frage. Das sind zurzeit, glaube ich, so um die 7 Cent, was ein Bauer verdient, das ist gut. Wenn es schlecht ist, sind es 2 bis 3 Cent, dann macht es halt nur die Masse. Das kann man den Bauern gar nicht verübeln, dass sie dann nur in den Massendenken weiterkommen, aber gar nicht kapieren sozusagen, dass je mehr sie produzieren, desto schlechter der Preis wird. Also diese Dynamik, je mehr ich produziere, desto schlechter wird der Preis, müssen ja auch die Bauern irgendwann mal für sich erkennen, dass das keine Antwort ist. Das ist wie mit den Milchbauern, wenn die Milch wenig kostet, dann muss ich es doppelt melken und irgendwann produziere ich doppelt so viel Milch, aber kriege ich dasselbe Geld wie vorher. Also das ist diese Logik in der Landwirtschaft, die da nicht mehr so richtig stimmt. Das ist aber dann eher ein Problem derjenigen, die die Ställe bauen. Aber dass man dann auch noch für solche Sachen bis vor kurzem auch noch aus Fördertopf der Europäischen Union Geld bekommen hat, das ist völlig unverständlich. Das ist ja mittlerweile in Hessen nicht mehr der Fall, aber das war der Fall. Vor 3 Jahren haben noch Investoren im Bereich Hähnchenhaltung Geld bekommen von der Hessischen Landesregierung, damals noch schwarz-gelb, weil ja keiner mehr einen Kuhstall bauen wollte, also haben sie den Bauern geraten, dann baut doch Hähnchenställe und dann kriegst du noch eine öffentliche Förderung.
Ich war in Bayern erstaunt, dass in Bayern tatsächlich die Bauern auch noch Förderung kriegen, wenn sie einen Hähnchenstall bauen. Also es ist noch nicht überall angekommen, dass wir in Deutschland eine Selbstversorgung mittlerweile bei Hähnchen haben von 120%. Da muss man sich ja die Frage stellen, was wird da eigentlich mit öffentlichen Geldern gemacht? Und diese Frage kriegt man dann als Agrarpolitiker immer wieder natürlich zu hören. Was macht ihr eigentlich mit dem Geld, was da ausgeteilt wird? Da kann ich sagen, dass die Saalförderung ist eine Sache, die Bundesländer in der Hand haben. Also ein Bundesland wie Hessen kann das jetzt in eine ganz andere Richtung lenken. Die können zum Beispiel Förderung machen für Direktvermarktung und können dafür wieder sorgen, dass regionale Strukturen aufgebaut werden. Von wegen regionale Strukturen heißt es ja jetzt, man ist ja immer wieder erstaunt, wenn man so liest, was da plötzlich regionale Strukturen sind. Ja, wir haben einen regionalen Schlachthof. Der regionale Schlachthof ist ja nicht weit weg. Dieser regionale Schlachthof bedient aber nicht regionale Strukturen. Das macht den feinen Unterschied zu regionalen Schlachthöfen, die mal in der Region ja auch da waren für regionalen Konsum. Die haben wir verloren. Es wäre eine dankbare und wünschenswerte Aufgabe, wenn man in dem Bereich wieder auch ein bisschen Geld investiert, Leute findet, die sich da zusammenschließen und wieder regionale Strukturen aufbaut. Ich glaube, das ist eine Antwort auf, auch ein Stück weit auf die Massentierhaltung. Und bei der Frage der Förderung kann man in dem Bereich wirklich viel umsteuern.